Und das ist wieder hier so eine Hydra, ne? Ja, ich benutze dann wieder Phönix. Ach so. Ding. Mit dem Atea-Bogen kann ich jeden Gegner angreifen. Das ist sehr praktisch. Vor allem, es zieht ja auch relativ viel ab. Das ist echt nicht schlecht. Du bist kaputt. Und du stirbst auch? Ja. Ja, diese Teile können auch alle angreifen. Nein, Gordo. Gordo. Nächstes Mal werde ich darauf achten, dass du nicht stirbst. Versprochen. So, hier kann ich nicht rüber. Das heißt, ich muss hier runter. Gegen dich kämpfe ich. Ich darf zuerst angreifen und diesmal werde ich nicht so fahrlässig sein. Ich benutze mal Donner. Inferno. Das könnte schon das Ende für euch bedeuten. Und so ist es auch. Was zum Teufel? Och nö, ne? Das ist jetzt aber uncool. Das war jetzt uncool. Mann, Mann, Mann. Ja, dafür kriegen sie jetzt meinen Zorn zum Spüren. Geh kaputt. Geh kaputt. Ja, das ist ein Aquahydra. Habe ich gerade den Namen kurz schnell erblickt. Also, doch, Feuer. Feuer ist, glaube ich, am besten. Ja, ich benutze Feuer. Komm. Mal schauen, wie viel Atea abzieht mit seinem Zau mit ihrem Zauber. Ist ja eine Frau. Vergesse ich jedes Mal. Ja, da ist der Bogen, glaube ich, besser, oder? Nächstes Mal bleibe ich beim Bogen. Oder ich benutze Donner. Tada. Und Inferno. Super gut. Dankeschön, Gordo. So, noch zwei. Nein. Ach komm, ich greife jetzt einfach so an. Ich habe keine Lust, jetzt die ganze Zeit hier zu zaubern. Ja, natürlich greift jetzt Gordo dann auch normal an. Denn er hat auch keine Lust mehr zu zaubern. Ganz einfach. Tadam. Wow. Also die Wasserattacke ist schon sehr stark gegen Gordo. Da hat er echt keine Schnitte. So, noch einmal. Tadam. Ja, Gordo, dann lass mal hier deine Zauber. Ja, du bist selber schuld. Wenn du nicht mit Inferno angreifst, dann kannst du auch nicht überleben. Tut mir leid, aber für deine Blödheit habe ich kein Verständnis. No! Diese ganzen Gegner sind nur auf Schlafzauber spezialisiert. Ja, und der Dümmste fällt natürlich darauf rein. Ja, ist mir egal. Kann mir egal sein. Solange ich als Sieger den Kampf verlasse, ist mir eigentlich alles ziemlich egal. So. Ching, 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 ching. Ja, lasse ich erstmal so. Hier durch und hier wartet das nächste Monster auf mich. Diesmal ist es aber zum Glück nur ein Grianus und ich darf sogar zuerst angreifen, also wird das kein Problem sein. Jo. Diese Teddybär-Augen. Haben die solche Augen? Ja, doch. So. Gehen wir nach oben. No, was ist das hier? Nein. Hä? Ah, ich verstehe. So, so. Ja, das war einfacher, als es aussah, irgendwie. So, ich gehe erstmal hier rein. Ich denke, das ist richtig. So, hier rüber. Lass mich kurz gegen dich kämpfen. Krianos, wieder einmal. Ich glaube, das wären meine neuen Lieblingsgegner. Nein, eigentlich nicht. Dafür haben sie viel zu. Die haben irgendwie nicht das nötige Charisma, um irgendwie
hervorzustechen. Vor allem, sie haben auch keine guten Attacken drauf. So wie ich das bis jetzt gesehen habe. Noch. Ja, gut, okay. Meinetwegen. Inferno! Dankeschön! Was ist das hier für ein Raum? Wieso sind hier so viele Monster? Ja, ich greife nochmal an. Auch mit dem Risiko, dass ich vielleicht gleich einschlafen werde. Durch den. Nee, ich glaube, ich werde nicht einschlafen. Ja. Dankeschön, Gordo. Ja, komm, ist egal. Ich hoffe einfach darauf, dass Gordo jetzt auch wieder irgendwie Inferno benutzt oder. Ja, Dornenhute, okay, meinetwegen. Hauptsache. Ja, Hauptsache, es bleibt nur einer übrig. So, und noch einmal. Ja, das reicht. Oh, das ist ein Zyklop. Das ist ein Zyklop. Aber erstmal gegen die Serfacho kämpfen. Nein, Serfaco, Serfazzo. Bum bum. Bum bum. Da-dum. Da-dum. Wieso dürfen die denn so oft angreifen? Das ist wirklich nicht zum Aushalten. Vor allem, das sind nur Vögel. Mal ganz ehrlich. Ihr habt Schwerter und Schilder. Schilde. Schilder. Du bist nicht sehr klug, glaube ich. Du greifst zuerst an. Zyklop. Sehen aber schon. Ich glaube, das wären meine neuen Lieblingsgegner. So stelle ich mir einen Zyklopen vor. Na gut, die Hautfarbe ist. Naja. Aber so von der Optik her. Kann ich schon sagen, ja. Das sieht schon aus wie ein Zyklop. Ja. So, dann gehe ich mal hier runter. Nächster Kampf. Diesmal ist es nur eins, Serfaco. Eins. Zwei. Drei. Dreimal darf dieses Viech angreifen. Das ist doch unverschämt. Mit welcher Berechtigung? Hat er irgendwie einen Turboschnabel oder was? Ach. Was lege ich mich überhaupt auf? Ja, ist ein Überraschungsangriff. Super. Die sind echt erbärmlich. Sie sind langsam. Und wenn sie mal angreifen, dann ziehen sie nur 36 ab wie gerade. Das ist diesem Turm nicht würdig, möchte ich mal meinen. Naja, was beschwer ich mich? So. Du gehst auch gleich kaputt. Vielleicht sogar schon mit dieser Attacke? Nein. Aber mit der ganz bestimmt. Puh. Dann, falscher Knopf. Dann benutzen wir den Hammer. Ching. Und... Hier ist das Weiheschwert. Das hört sich relativ gut an. Oh, nein, ich muss ja... Oh, Mann. Ja, was schmeiß ich denn weg? Ich glaube, ich schmeiß den Krafttrank weg. So. Get. Was bedeutet Get? Habe ich das jetzt bekommen oder nicht? Ich hoffe es. Also, ich denke mal, das ist einfach nicht übersetzt worden. Von den Deutschen. Ja, weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist der Würger. Diese Attacke hatten wir lange nicht mehr. Und Gordo verpisst sich. Yippie-yay. Okay, super.